Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Vlog Nummer 4. Natürlich habe ich zwischen dem Vlog 3 und dem Vlog 4 auch noch ein paar weitere Bahntouren gemacht, aber da war es entweder so, dass ich nur an einem Bahnhof war, da ist es dann natürlich nicht so interessant, einen Vlog zu drehen, oder ich war mit Leuten unterwegs, die das nicht so klasse finden, wenn ich währenddessen einen Vlog drehe. Aber heute bin ich mal wieder alleine unterwegs. Und deswegen habe ich alle Freiheiten, ich kann tun und lassen, was ich will. Das heißt, auch einen Vlog drehen und euch mal wieder mitnehmen auf eine Bahntour von mir. Heute soll es an die Bahnstrecke München-Ingolstadt gehen. Da werde ich an verschiedenen Stationen aufnehmen, den Zugverkehr dort, weil über diese Bahnstrecke soll es dann auch irgendwann mal eine Videodokumentation geben. Wie genau die Tour aussieht, das erfahrt ihr dann im Laufe des Filmes. Ich habe sie schon genau fix geplant. Mal schauen, ob das Programm dann auch so realisierbar ist. Und jetzt geht es dann erst einmal mit dem München-Nürnberg-Express nach Petershausen und von dort dann nach Peindorf und dort melde ich mich dann wieder. Willkommen in Peindorf. Die Fahrt war leider nicht ganz so super, denn das hatte den folgenden Grund. Ich meine, es ist ja schon normal, dass der München-Nürnberg-Express völlig überbesetzt ist. Das heißt, dass alle Sitzplätze belegt sind und auch noch haufenweise Leute stehen. Was aber blöderweise in meinem Wagen war, dass da noch ein Haufen FC Bayern-Fans eingestiegen sind. Mal davon abgesehen, dass dieser Fußballverein nicht gerade meine Sympathien besitzt, war es auch noch so, dass diese FC Bayern-Fans leider irgendwie gedacht haben, sie wären ganz alleine in dem Wagen und haben dann angefangen, ihre FC Bayern-Angeberlieder da zu singen und auch noch Musik dazu anzuschalten. Also es war sehr unangenehm und ich habe mir dann gedacht, nee, also die ganze Fahrt muss ich mir das nicht antun. Und zum Glück besteht ja der München-Nürnberg-Express nicht aus einem modernen Triebwagen, wo alles offen ist, sondern aus Einzelwagen. Das heißt, man kann den Wagen wechseln und hat dann seine Ruhe vor dem Geplärre da. Und das habe ich dann auch in Ingolstadt gemacht, mit dem Ergebnis, dass ich stehen musste. Aber ich habe mir gesagt, lieber stehe ich und habe meine Ruhe, anstatt dass ich sitze und ja, weiter dieses FC Bayern-Gedöns mir da anhören muss. In Petershausen ja, bin ich dann ausgestiegen. Das war auch gar nicht so einfach, denn es mussten ein Haufen Leute aussteigen, damit ich aussteigen konnte, weil der ganze Türbereich so voll gestanden war. Zum Glück haben die das gemacht. Die waren wirklich alle sehr nett, die Fahrgäste, die da in dem Wagen dann waren und haben mich dann rausgelassen. Die sind dann wieder eingestiegen und dann ja, habe ich in Petershausen ein bisschen aufgenommen und bin dann mit der Regionalbahn von Petershausen jetzt nach Peindorf gefahren und nehme jetzt hier ein bisschen auf. Diese Filmstelle probiere ich jetzt zuerst aus und dann vielleicht auch noch eine andere. Sonniges Wetter, was will man mehr? Beste Voraussetzungen für schöne Eisenbahnbilder und Videos. Ja, mir macht das jetzt hier richtig Spaß, bei diesem sonnigen Wetter zu filmen und zu fotografieren. Mancher meiner Mitstudenten oder ja, Nicht-Eisenbahn-Fan-Freunden wird sich jetzt denken, der Tobi hat doch wieder einen an der Klatsche. Warum ist er bei dem schönen sonnigen Wetter nicht im Freibad, wie jeder andere auch? Dazu muss ich halt ganz einfach sagen, ich habe halt gemerkt, das, was alle anderen machen, das macht mir nicht unbedingt Spaß. Und ich bin davon auch weggekommen, irgendetwas zu tun, nur weil es alle anderen machen.
Ja, das erfüllt mich nicht, das macht mich nicht glücklich. Das habe ich früher in meiner Schulzeit noch versucht, irgendetwas zu tun, um bei anderen Anerkennung zu bekommen, aber damit bin ich nicht glücklich geworden. Und deswegen muss ich halt ganz einfach sagen, mache ich das, wovon ich zu 100% überzeugt bin und was mir Spaß macht. Und mir macht es tatsächlich echt viel mehr Spaß, hier an der Strecke zu stehen, Züge zu filmen und zu fotografieren und nicht im Freibad faul rumzuliegen. Das, ja, macht mir irgendwie nicht so viel Spaß. Und deswegen, ja, sollen die anderen mal sich ihren Sonnenbrand da holen. Ich habe dafür schöne Eisenbahnbilder und Videos. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Macht ihr, ja, euch abhängig von anderen Personen, beziehungsweise abhängig von der Meinung anderer Personen? Oder sagt ihr auch eher, nee, euch ist es auch scheißegal, was die anderen denken. In der Freizeit macht ihr das, worauf ihr Lust habt. Genau, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ach ja, noch eine kleine Ergänzung hierzu. Und zwar, das sollte jetzt nicht ein Aufruf an Anarchie sein, das heißt, dass jeder machen soll, was er will. Also im Job oder in der Schule oder im Studium, da bin ich definitiv der Meinung, da sollte man das machen, was andere, beziehungsweise was eben die Vorgesetzten einem vorschreiben. Deswegen kriegt man da ja dann auch Geld dafür, damit man das macht, was andere wollen von einem. Aber in der Freizeit, da bin ich wiederum der Meinung, ja, da sollte man frei entscheiden, was man macht. Und apropos Sonnenbrand, damit ich nicht auch noch einen bekomme, habe ich mir jetzt mal meine Jacke hier in den Hals gelegt, um den Hals gelegt, ja, damit ich keinen Sonnenbrand kriege. Nicht, dass noch die Leute aus dem Freibad mich auslachen. Das wollen wir ja nicht. Jetzt etwas unglücklich, ja, weil ich wollte natürlich den einen Zug aus der Richtung und den anderen Zug dann natürlich aus der Richtung filmen. Ja, leider hatte die Regionalbahn in der Richtung 11 Minuten Verspätung, sodass dann gleich die Regionalbahn hinterher kam. Deswegen konnte ich nicht nochmal die Kameraposition wechseln. Es hat zwar für dieses, ja, Begegnungsbild gereicht, aber es ist jetzt auch aufgrund des starken Zooms nicht so wirklich scharf, deswegen, ja, nicht so super gelaufen, aber das ist auch das Spannende, finde ich, an diesem Hobby, dass man eben gucken muss, ja, wie man das perfekt hinbekommt, und es klappt halt eben auch nicht alles, und das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit der Reiz des Ganzen, dass man sagen kann, okay, es ist nicht von vornherein klar, dass immer alles glatt läuft, sondern es kann auch mal was schief gehen, und dann freut man sich umso mehr, wenn wieder alles glatt geht. Die nächste ungünstige Situation bahnt sich an. Ihr seht hier unten im Bild und oben im Bild jeweils die roten ICEs. Ungefähr in der Mitte des Bildes liegt Peindorf. Und ja, wahrscheinlich kommen die auch wieder gleichzeitig, aber nicht so gleichzeitig, dass man ein schönes Begegnungsbild hinkriegt, sondern wahrscheinlich so, dass man ja, die Kameraposition nicht mehr wechseln kann, beziehungsweise die Richtung nicht mehr wechseln kann und dann einen auf jeden Fall von hinten drauf kriegt. Naja, schauen wir mal, wie schlimm es jetzt wirklich wird. So ist's brav. Schön 40 Sekunden Abstand zwischen dem einen und dem anderen ICE, sodass man schön die Kamera rumschwenken kann und dann noch perfekt seine jeweilige Bildposition einstellen kann. So gefällt mir das. Die Deutsche Bahn hat ja Stative an Bahnhöfen verboten, also muss man da etwas kreativ werden einfach.
Jetzt sind alle Aufnahmen im Kasten, die ich in Peindorf machen wollte. Und nachdem die Strecke München-Ingolstadt nicht nur aus einem zweigleisigen Abschnitt besteht, was einfach daran liegt, dass man es zwischen München und Ingolstadt verpasst hat, auch eine Neubaustrecke zu bauen wie zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Deswegen ist hier einfach so viel Mischbetrieb, das heißt langsame Regionalbahn, etwas schnellere Regionalexpresszüge, Güterzüge und ICEs. Und da kommt auch schon der nächste Güterzug. Genau deswegen tummelt sich hier der komplette Bahnverkehr auf zwei Gleisen. Was halt einfach auch ein bisschen zur Folge hat, wenn mal ein ICE Verspätung hat, dann hat auch gleich die Regionalbahn Verspätung. Also das ist so ein bisschen suboptimal, wenn der komplette Verkehr an einer zweigleisigen Strecke abgewickelt wird. Aber die Strecke München-Ingolstadt hat auch noch einen viergleisigen Abschnitt, und zwar von Petershausen bis München. Denn dort fährt die S-Bahn und die fährt zum Glück nicht auch noch auf diesen Zweigleisen. Und diesen viergleisigen Abschnitt möchte ich natürlich auch in der Videodokumentation über die Strecke München-Ingolstadt mit vorstellen. Und deswegen fahren wir jetzt zu einer Station, wo man den viergleisigen Abschnitt sieht. Und zwar nämlich nach Vierkirchen-Esterhofen. Das heißt, wir fahren jetzt von Peindorf mit der Regionalbahn bis Petershausen und dann mit der S-Bahn nach Vierkirchen-Esterhofen. Und dort melde ich mich dann wieder. Angekommen an der Fotostelle in Vierkirchen-Esterhofen, und ja, ich sehe selber, die Strecke ist nur dreigleisig und nicht, wie ich angekündigt habe, viergleisig. Das wusste ich schon vorher. Also der größte Teil der Strecke Petershausen-München ist viergleisig ausgebaut. Es gibt eben ein paar kleine Abschnitte, die nur dreigleisig sind. Das habe ich halt einfach vorhin verallgemeinert. Also müsst ihr mir jetzt nicht 20 Mal in die Kommentare schreiben, dass ich mich vertan habe, dass die Strecke hier Petershausen-München nur viergleisig ist. Nein, stimmt natürlich nicht. Sie ist auch teilweise dreigleisig. Habe ich etwas zu verallgemeinert gesagt in Peindorf, aber jetzt habe ich es ja richtig gestellt. Kleiner Nachteil hier an der Stelle ist, dass man über die Leitplanke drüber steigen muss. Aber ich finde die Stelle trotzdem eigentlich noch legal, weil man ja wirklich weit genug weg ist vom Gleisbett. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal lieber eine Warnweste angezogen. Und um wieder Sonnenbrandgefahr auszuschließen, habe ich mir die schwarze Jacke wieder umgehangen. Sieht zwar optisch katastrophal aus, aber Hauptsache kein Sonnenbrand und schöne Bilder. Ich bin jetzt mit meinen Aufnahmen hier in Vierkirchen-Esterhofen soweit durch. Deswegen geht es jetzt nach Dachau Bahnhof. Denn in Dachau Bahnhof hält auch die Regionalbahn München-Ingolstadt-Treuchtlingen-Nürnberg. Deswegen möchte ich dort für die Doku ein paar Aufnahmen haben. In die Stadt werde ich dort nicht gehen, weil die Sehenswürdigkeiten sind halt
über 1,5 bis 2 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Deswegen müsste ich da 1,5 bis 2 Stunden Station machen in Dachau. Und da, finde ich, steht Ertrag mit dem Aufwand in keinem guten Verhältnis. Deswegen werde ich für die Doku dort die Wikipedia-Bilder nehmen und in Dachau nur einen Aufenthalt von ungefähr 20 Minuten haben. Ab Dachau geht es dann mit einer Regionalbahn nach München Hauptbahnhof. Dort habe ich dann eine halbe Stunde Aufenthalt und dann geht es im Anschluss wieder zurück nach Nürnberg Hauptbahnhof mit dem München-Nürnberg-Express. Nennt man doch mal Service. An Gleis 20 kommt man an. An Gleis 21 steht jetzt gleich mein München-Nürnberg-Express nach Nürnberg schon bereit. Und ich würde sagen, ich steige da gleich mal ein, denn ja, der Zug wird bestimmt auch wieder relativ voll. Wieder angekommen in Nürnberg, jetzt ist die Tour auch damit vorbei und ja, wenn ich dann zu Hause bin, entspanne ich mich auf dem Sofa und schaue noch ein bisschen Fußball-Bundesliga, die Zusammenfassung in der Sportschau. Ja, Fußball ist so mein zweites Interesse neben der Eisenbahn. Ich muss auch ehrlich sagen, so nach 9 bis 10 Stunden am Tag, so eine Tour, ja, ist dann mein Eisenbahnbedürfnis auch soweit gedeckt. Dann widme ich mich gern anderen Dingen und das soll es soweit gewesen sein. Davor treffe ich mich jetzt aber noch mit dem Elbtalbahner. Hallihallo. Genau, also wenn er mal auf dieses i klickt, dann kommt er zu seinem Kanal. Ja, er kommt aus Sachsen, wie man vielleicht dann schon an dem Kanalnamen erahnen kann und ist jetzt ein paar Tage in Nürnberg und deswegen ja, treffe ich mich jetzt mit ihm. Und das soll es jetzt aber auch von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr irgendwie Feedback, Anregungen, Verbesserungsvorschläge zu diesem Vlog habt, dann gerne rein damit in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.